36 Dollar, Alter. Ich verarschen, so Tot steht genau bei uns. Hey du. Hab ich dir schon mal was gegeben? Hier, kriegst 2 Gramm X. Oh, reiner. Der steht da. So, er will Amphetamine 6 Gramm haben. Bitteschön. Und der letzte Kollege ist irgendwo da. Das weiß ich natürlich nicht. Die gehen jetzt, glaube ich, hier lang, ne? Ne, Glück gehabt. Alter. Habe ich da gerade noch mehr Bullen gesehen? Er hier. Mitten auf dem Platz, ey. 2 Gramm. Bitteschön. Brauch neue Kundschaft, Alter. Mit mehr Respekt. Ich brauche gar nicht gucken, ich habe gar nichts zu spulen, ne? Oh, das war mega knapp. Ich weiß gar nicht, ob die tagsüber auch so richtig reagieren, aber ich glaube wohl, ne? Wir wurden ja, glaube ich, schon einmal tagsüber verhaftet. Ich gehe mal eben zur Tankstelle. Nur noch ein bisschen Sprühkrams. Wäre auch schön, wenn man den Respekt auch sehen könnte auf der Map und nicht nur auf dem Laptop. Die Basisstation. Welche? Was? Welcher Sitz? Mit welchem Sitz? Ja, wie viel habe ich denn? 300? Oh, nice. Da können wir gleich zweimal Dosen kaufen. Chemisches Lösemittel. Ja, weiß ich nicht. Ich glaube, damit macht man irgendwie Crystal Meth, oder? Ich weiß aber nicht wie. Ich habe die Zutaten leider nicht. Ich habe keine Ahnung. Zucker ist alle. Backpulver könnten wir noch ein bisschen mitnehmen, wenn wir gerade hier sind. Sollte aber reichen. Ich würde halt gerne wissen, wie der Respekt so aussieht überall. Ich weiß, bei Eddie müssen wir noch ein bisschen besser kommen. Und halt auf dem Markt, ne? Hey, you, wait! Niemals. Ihr kriegt mich nicht lebend. Oh, Mann! Mist, ich hätte mich auch kontrolliert. Nee, doch, ich habe die Tasche voller Drogen. mit dem, der jetzt im Auto ist, also... Geht dann weg, wenn der neue reinkommt. Okay. Weißt du denn, was der Sitz selber gekostet hat? Aber den können wir noch ein paar Jahre benutzen. Ich sag's mal nur so, ne? Außer das kleine, dicke Knubbi-Baby wächst noch 3,20 Meter jetzt. So, jetzt bin ich wieder Geflüchteter. Ganz toll. Oh, wir können 5 Punkte ausgeben. Hossa.
Das kostet 6. Verkäufer, die Preise. Das mache ich, glaube ich, mal, oder? Oder Illusionist. Vielleicht sollte ich mal nicht weglaufen. Ich hatte jetzt nicht so viel dabei. Oder Tarnköpfe. Ich mach mal Tarnköpfe. So, braucht irgendwer irgendwas? Gwen hat Geld. An Eddie können wir dann Geld abgeben. Und 3 Gramm X. Kriegen wir auch hin. Alter, dafür, dass der abhängig ist. Sag mal, wie lange dauert das eigentlich noch, um irgendwie ihn abhängig zu machen? Ich glaube, wir müssen erstmal, bis auf an den Abhängigen, müssen wir erstmal ungestrecktes Zeug verkaufen, oder? Hast du das Gefühl? Also Wendy braucht 3 Gramm Ecstasy. Kann ich das irgendwie umstellen eigentlich hier? Ich sag, ich möchte das hier hinstellen. Oh ja, geil. Was war da drin? Nichts. Nee, habe ich jetzt neu hingestellt. Scheiße. Lagern, ja, schön. Ich weiß, ich will das umsetzen. Kann ich das bewegen? Anscheinend nicht. Toll. Muss ich also jetzt alles leer machen, ja? Mann, Mann, Mann. Also das ist kein reines Ecstasy hier. Dein Sitz? Ich wusste gar nicht, dass du hinten rechts sitzt. Hallo, wir sind bald verheiratet. Es gibt kein Mein und Dein mehr, außer es geht um mein Geld und dein Geld. Und um die Sachen, die ich bezahlt habe und die du bezahlt hast. So, pass auf. Hier ist Dingens drinne. Ich würde das Objekt aus der Liste auswählen, hinlegen. Ich würde das gerne umstellen. Kann ich das nicht? Das ist ja lästig. Hier sind auch nur noch 97 Gramm drin, ne? Und das mische ich hier mit. Zehn Gramm, 4 Gramm. Hier kommen auch damit rein. Was haben wir jetzt hier drin? 4 Gramm Ex, das wird irgendein Ecstasy-Pulver. Dann stellen wir das erstmal wieder rein. Das auch. Was haben wir hier noch? Amphetamin 4 Gramm. Haben wir noch irgendwo ein anderes? Also wir müssen auf alle Fälle normales Zeug nehmen. Für die Leute, die wir abhängig machen wollen. Oder halt sowas hier, ne? Was stark Amphetamin ist. Ja, Alter, ich bin der übelste Profi-Drogendealer mittlerweile. Ich hab doch gesagt, wir spielen heute Drug-Dealer. Oder Super-Amph. Super-Amph und Amph. Super-Amph, 1 Gramm. Oder wir mischen das da jetzt mit rein. Und dann haben wir nochmal richtig Amphetamin. Passt das überhaupt mit rein? 5 Gramm? 20 Gramm müsste genau passen, ne? Alles rein, was keine Miete zahlt. Dann räumen wir das Glas auch erstmal weg. So. Das Marihuana. Pass auf, das verpacke ich mir mal eben. In 10 Gramm. Und in 3 Gramm. So.
Für mich stört das hier. Ich möchte die Gläser gerne oben stehen haben, jetzt so. F. So, pass auf. Kleines Glas, mittleres Glas, großes Glas. Zack. So, hier machen wir dann dieses Amphetamin rein. Mix anwenden. Das ist dann ein Amphmix. Amphmix. Für Süchtige. Ach man, bin immer noch geflüchtet, da kann ich sowieso nicht raus. Ich weiß ja nicht mal, welche Bullen mich erkennen könnten. So, Amf machen wir blau. Alles, was irgendwie mit Amf zu tun hat, ja? An welchem unser Wochenende? Außerdem heißt das unserem Wochenende. Welches meinst du? Wir haben kein unseres Wochenende mehr. Gibt's nicht mehr. Haben wir gar nicht. So, hier ist E7. Also Ecstasy Pulver. Das können wir nicht auch mal vermischen. Aber nicht mit 4 Gramm Amph. Ich habe hier noch Backpulver. Zack. Wieso habe ich 3 Gramm Marihuana auf Tasche? Und 10 Gramm. Ach so, weil ich das selber. Ja. So, hier haben wir noch Ecstasy. Hier ist auch nochmal Amf. Probepackung. Okay, das Ecstasy können wir wieder alles in einen Beutel schmeißen. So, so, da ist Amf drin, ne? Hier haben wir normales Amf, 4 Gramm. Das Ding ist leer. Das ist gemischt. Dann nehmen wir mal ein mittleres Glas. Das ist gemischtes Amf. Wobei, wir stellen das doch mal damit rüber. So, das lassen wir dann mal weiß. Dann machen wir dann mal das normale Amphetamin rein. Zack. Das lassen wir auch weiß. Als normal. Hier haben wir Ecstasy und Backpulver. Kann ich hiermit nicht mischen. So, was haben wir hier noch? Hier haben wir auch noch Amphetamin. Produkt verpacken. 13 Gramm. Einmal 10. Damit das Glas leer wird. Wir machen jetzt mal ein bisschen Micromanagement. Und hier haben wir noch Superampf. Warte mal. Das. Weg da. Machen wir damit rein. Mix-Details. Jetzt haben wir hier 1 Gramm Amph und der Rest ist keine Ahnung was. Müssen wir noch warten. So, pass auf. Equipment-Modus, das weg, das weg. So, Amphetamin. Jetzt haben wir noch Ecstasy und Marihuana liegen. Dann nehmen wir mal das Marihuana. Mache ich mal hier hin. Ungemischt. Und das Ecstasy hier hin. So, das X ist orange. Passt, glaube ich, gar nicht alles da rein, ne? So. Ah doch, sind 20 Gramm. Alles klar. So, Ecstasy da rein. Amph ist blau. Mist, dann müsste ich das Aufkleber bearbeiten, muss ich auch blau machen. Jetzt nichts. Gut, ich sehe das ja. Amphetamin oder Amphmix. Ich glaube, die Mix-Zusammensetzung ist relativ egal. 8 Stunden später macht sie das. Ach, das Hochzeitswochenende. Ich dachte, da wird gefickt. Ich darf das sagen, ich spiele einen Drogendealer-Simulator. Hier sind Schimpfwörter wie an der Tagesordnung.
So, Ecstasy und das Marihuana. Das bleibt natürlich weiß. Wobei, nee, das machen wir grün. Passt besser. Aufklärung arbeiten. Grün. Das da auch noch rein. Zack. So, jetzt haben wir schon mal geordnet. Jetzt will ich den noch woanders hinschmeißen. Was mit den Sachen? Kann ich das? Kann ich das nicht wieder auf Tasche legen? Doch, hier. Aufheben. F. Ich drücke F für aufheben. Kann ich gerade so nicht. Du musst ja so machen. F, 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 F. Zack. So, dann mache ich den. Warte. So. Der Mörser kommt dann hier hin. Und die Zutatenliste kann mich so nicht bewegen. Na. So. Jetzt habe ich schon wieder. So. Backpulver. Und der Zucker. Kommt dann da hin. Hat da gerade jemand geschossen? Okay. So, was habe ich denn jetzt hier noch alles noch auf Tasche? Da sind noch Amphetamin. Bräun und Glas, ne? Das ist Amph. Das ist auch Amph. A6, I6, E6. Das ist, nee, das ist 8A. Das ist das gleiche. Das ist irgendwas anderes. Okay. Dann würde ich das hier. Wie soll man denn erotisch Amphetamin sagen? Amphetamin. Du Ferkel, ich habe hier Zuschauer. Nicht wundern, es ist meine Frau, die solche Sachen von mir verlangt. Normalerweise werden solche Leute geblockt. Okay, hier ist jetzt das Zeug und das Zeug drinne. Wenn ich das jetzt mit dem mische. ...21 Gramm, und das sind nochmal wie viel? 3 Gramm. Dann lass mich mal angucken. Was ist davon am meisten drinne? 13 Gramm von dem 8A. Also ist da am meisten Amphetamin drinne. Dann mix mir die Scheiße mal. Amphmix 2. Zack. Und dann mache ich mir hier immer noch ein Grande Glas hin. Ein mittleres. Wird nicht reichen, ne? Gehen nur 20 Gramm rein. Und nur ein kleines. Amphmix. Und Amphmix. Zack. So, jetzt habe ich nämlich Amphetamin. Ecstasy in normalen Dosen. So. Und ich muss jetzt mal 3 Gramm Ex-Pillen loswerden, bevor der Kunde ungeduldig wird. Zack. War das erotisch genug für dich? Für 15.000 Benachrichtigungen. Ich muss aber erstmal eben schnell die Scheiße hier loswerden. Wie sieht's hier aus? Alles gut. Wir sind wieder inkognito. Dum-di-dum-di-dum. Aha, höre ich da aus dem Wohnzimmer. Oder woanders her. Wendy wieder, die will wieder die harte Scheiße haben. Und Gwendolyn. Das. Und zu Eddie. Okay. Das sollten wir hinkriegen. Okay, wir haben nicht viel dabei. Also wenn wir erwischt werden, können wir uns eigentlich mal schnapulieren lassen. Würde ich mal sagen. Habe ich auch Farbe dabei? Ja. Dann mache ich mal schnell ein Sprüherchen.
die blöde Kuh. Eine hier?